Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Bündnis von Aragorn wollen wir nicht. Wir haben in Panama einige Rebellen. In Panama. Ja, Panama ist echt bescheiden, möchte ich gerade mal so dazu sagen. Weil hier oben dürfte ich recht wenig Leute haben, ne? Ein paar werden es schon sein. Aber so viele sind es nicht. ja, schockschwere Not, was tun? Ja, das Einzige, was wir halt machen könnten, wären nochmal ein paar Schiffe nachkaufen. Die habe ich gesucht, genau. Ah, das wird dauern, das wird dauern. Damit hätten wir... Nein, das wollte ich nicht, Mensch. 20? Was ist jetzt kaputt gegangen? Also, jetzt haben wir 20, ne? Nee, ja, doch, insgesamt mit den 10 dort unten. Dann haben wir 30. Oh, das wird so lange dauern. Und... Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. 40. Das wollte ich nämlich eh jetzt in dieser Aufnahme machen. Weil... geht. Falls uns nochmal das Osmanische Reich den Krieg erklären sollte oder so. Wir halten zwar noch immer das Kriegsziel, allerdings jede Menge Schlachten verloren. Gut, aktuell ist das Kriegsziel noch nicht so viel wert. 2,8 wird schon werden. Wir können in einen Kardinal investieren, allerdings ist da unten kein lukrativer vorhanden. Lassen wir das Ganze, wir können weiter bekehren, das gefällt sehr. Ja, Kardinal, uninteressant. Österreich. Pff. Hier drüben, das ist zumindest recht einfach gemacht. Und ja, man wird es vielleicht schon hören, der Sound ist so ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich derzeit mit meinem Headset aufnehme. Da ich, ja, leicht erkältet bin. Wenn ich immer wieder mal etwas länger ruhig bin, dann bin ich gerade am Sterben. Ja, dann retten wir ihn, weil es jetzt gerade saugünstig geworden ist, ihn zu retten. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Ja gut, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir die hier missionieren dürfen. Wir müssten echt mal gucken, dass wir an einen weiteren Missionar rankommen. Wäre gar nicht so schlecht, ne? Denke ich einfach mal. Wir haben... ein paar Schiffe mehr. Die schicken wir jetzt mal darüber. Ich denke mal, wenn wir 20 Schiffe haben, ist okay. Die mussten ja jetzt genau in die rein crashen. Ach, Mann. Warum sind da eigentlich nur einmal 5 Handelsschiffe unterwegs? Ist mir eigentlich auch egal. Mann. Ausgerechnet jetzt kommen deren Blüten. Wo? Okay, wurden wahrscheinlich auch gleich wieder zerschlagen. Interessant. Das ist natürlich jetzt eher ungeschickt. Ja, wir haben die Belagerung von Panama verloren. Das ist tragisch, allerdings nicht zu ändern. Okay, Ungarn schloss Frieden mit Mailand. Das ist halb so interessant, wie es aussieht. Ja, laufen die jetzt da oben weg oder bleiben die stehen? Die bleiben einfach stehen. Ja, wir werden dann natürlich in Spanien anlanden, latschen dann darüber. Wer auch immer das ist, es ist mir eigentlich sowas von egal.
Okay, die nächsten Schiffe sind fertig. Ich hoffe, ich krieg die rüber, ohne dass sie dieses Mal irgendwie eine auf den Deckel kriechen. Das wäre mir schon sehr viel wert. Da drüben eine der Kolonien ist soweit gewachsen. Sehr schön. Da kann ich immer noch einen hinsenden. Das gefällt, das gefällt. Nö, wird auch immer größer. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Irgendwann werden wir uns mit denen vielleicht dann auch mal in den Krieg begeben. Tom Pronossos bekommt mal einen militärischen. Warum nicht? So. Was haben wir denn da jetzt? Jetzt hätten wir hier 19... Schiffe. Ich sollte vielleicht doch nochmal eine Kriegsflotte dann ausheben, die ich hier hinstellen kann, hä? Wäre nicht schlecht. Jetzt kriegt jeder mal einen militärischen. Fahren wir mal darauf. Ein Schiff hätte ich gerne, 20 sollten es nach Möglichkeit schon sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was die treiben. Ja, das wäre jetzt natürlich echt schlecht. Schweiz schloss Frieden gegen Mailand, okay. Algerien und Mailand sind ebenfalls im Krieg. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die nächste Kolonie, die da fertig ist. Wollte ich jetzt zwar nicht so handeln, aber passt schon. Geh da rauf, sende mal einen. Wir gehen wieder rüber, holen unsere 20.000 Mann jetzt mal. So. Ab aufs Schiffchen und bitte hier hinfahren. Sollte einigermaßen Safety gehen, ja? Da sind frühe Fregatten mit dabei. Drei Stück sogar. Kann das sein, dass ich die falschen Schiffe irgendwo gebaut habe? Oder dass ich irgendwo Schiffe falsch positioniert habe? Das kann auch sein. Egal, das sollte lang. Das sollte lang, definitiv. Hoffe ich. Ja, dann sag ich mal, solange wir noch im Krieg sind, werden die hier oben dann in Porto stationiert. Das dürfte sehr gut sein. Ja, ich will jetzt mit meinen Truppen hier nicht rübergehen. Das hat eigentlich einen gewissen Grund, weil... Cool. 400 Gold, das können wir gerade gebrauchen. Aber es meines Erachtens sehr wenig Sinn macht. Wir haben zwar Truppen wie blöd, allerdings möchte ich die dann natürlich schon für Sachen opfern... Aus denen wir dann natürlich auch irgendeinen Gewinn schlagen können. Wäre nicht verkehrt. So, das sind meine Truppen. Dann mit den Handelsschiffen, das checke ich nicht, wo ich die mir aufgegabelt habe. Nein, 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 nein. Deswegen musst du nicht einmal außenrum fahren. Glaube mir, mein Freund, das musst du wirklich nicht tun. Mit Russland sind wir total am A, Punkt, Punkt, Punkt. Da werden wir nie was zustande kriegen. Wäre aber schön geworden. Wäre aber schön geworden. Egal. Wir haben da sogar einen Anführer dabei. Die nächste Kolonie ist so groß geworden, dass wir da was Cooles dran reißen können. Wir haben mal wieder keinen Conquestadoren. Naja, dann kriegst du halt den Conquestador. Der ist noch nicht mehr so schlecht, hey. Und da ist England. Pfff. Diese kleinen Maden. Okay. Ich würde sagen, okay, hier drüben natürlich. Hier hineingehen und den mal auf die Finger klatschen. Sollte ja soweit ganz gut gehen. Ohne Probleme, hoffe ich sehr. Na. Super. Jetzt, naja, ich wollte eigentlich die Schlacht eher sehen, aber okay, so geht's auch. Senden, da ist dann wieder Terra Incognita, beziehungsweise, nicht Terra Incognita, Ödland. Deswegen kommen wir da nicht hin, gerade mal ein bisschen Tee trinken.
lecker, lecker. Ach, die Überdehnung ist ja auch noch vorhanden. Ja, so was aber auch. Dann gehen wir noch hier rauf. Ja, die wird schon wieder runtergehen. Die wird schon wieder runtergehen. So. Habe ich da hingesendet? Ich habe dort hingesendet. Wir könnten... Die lassen wir einfach mal. Ich hoffe, da geschieht nicht so viel. Aggressivität und Kampfeswille ist da ja nicht ganz so hoch. In der Zwischenzeit schauen wir hier wieder vorbei. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und sehr schön. Dann würde mich gerade mal eine Sache interessieren bei den Schiffen. Schwere Fregatten, die sind sogar die aktuellen Schiffe. Waren das jetzt schwere Fregatten, die hier dabei waren? Nein, das waren die frühen Fregatten. Ihr dürft mal raus. Und verabschiedet euch. Mit euch will keiner spielen. Das bedeutet, wir brauchen hier unten nochmal... Nee, will ich jetzt nicht aufbauen, drei Schiffe. Nee. Sulus Meinung ist doch mir sowas von egal. Was wollen die machen? Wollen die mir einen Fluch ranhetzen? Kabu wird krank. Oh, Modena gehört mittlerweile den Angreifern, aber das ist eher Spaniens Problem. Ja, da, was willst du denn da drin machen? Ja, da geht gar nichts. So, wir haben Panama wieder zurückerhalten. Das ist sehr gut. Das bedeutet, diese Schiffe bitte einmal hier rein. Wie hoch ist das Revoltenrisiko in 0? Naja. Ab aufs Schiff. Und nach Hause kommen. Nach Hause kommen, ja? Da ist zu Hause. Hätten wir das da. Sehr schön. Wie sieht es jetzt eigentlich dann so mit dem Schiffslimit aus? Eigentlich ganz gut. Wir hätten nochmal 40 Schiffe frei. Irgendwo wird aber noch Schiff gebaut. Müssen wir gleich mal gucken. Wo denn? Nirgends mehr. 1, 2, 3. 4 Schiffe, die fehlen. 17, die runterkommen, 19, die da sind. Wurden ja ein paar versenkt. Leider, leider, leider. Genau, die sollten ja im Krieg heimkehren. Weil hier oben so ein gefährliches Pflaster ist. So, wie sieht es hier unten allgemein gerade aus? Nicht, dass ich irgendwo irgendwas überlesen hätte. Das wäre nämlich tragisch. Was sind das da hier für Schiffe? Das sind die Fregatten, die habe ich irgendwo mal aufgegabelt, ne? Sonst sieht's überall soweit ganz gut aus, nicht wahr? Nicht wahr? Zukan-Provinz. Na, Zukan-Provinz. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Sorry, muss ich aufpassen ein bisschen. Ansonsten, Kultur ändern. Aha, auf einmal ist Japanisch keine akzeptierte Kultur mehr. Ja. Was kostet uns der? 200? Also da würden wir gut diplomatische Macht loswerden. Wie weit sind wir der Zeit voraus? Erstmal so gefragt. 9 Jahre. Ja, da können wir ein paar Kulturen ändern. Definitiv. Auch hier, okay. Rein und rein. Ansonsten. Ja, solange das 50 kostet, bin ich bereit, auf 300 runterzugehen. So. Ja, ihr könnt da oben bleiben. Ich brauche euch nicht dazu. Ja, gut, okay. War vielleicht ein bisschen teurer. Wir lassen den erstmal in Russland. In Kabu lassen wir den ebenfalls. Ansonsten, wie sieht es denn eigentlich hier oben gerade aus? So Alaska-technisch.
Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Den habe ich doch gesucht. Gehen wir darüber. Braucht noch. Ach, da muss ich gucken, gell? Und da sind wir noch unterwegs. Genau, da fängt er jetzt erst an. Geh mal zurück, komm. Das ist immer zu gefährlich. Wird schon werden. Wird schon werden. Okay. Ja gut, einkaufen kann ich mir von denen dort unten eh gerade keinen, also lass ich's. Wir besteuern lieber mal nicht, das ist ein bisschen zu gefährlich. Wie sieht's jetzt hier unten aus, die Schiffe? Sollten ja jetzt dann gleich 40 Schiffe sein. Ja, ja, ja. Wir sind nun Kontrolleur der Kurie. Das ist sehr schön. Wow, den haben wir aber teuer eingekauft. Sehr schick. Jetzt können wir natürlich nachschauen, wenn ein Fischer da ist. Ist nicht deren Ernst. Ja, dann lassen wir den. Wir dürfen, genau, militärisch jetzt endlich mal was investieren. 7 Jahre der Zeit voraus. Ich denke, das wird schon passe. Sehr gut. Jetzt haben wir da bessere Soldaten zumindest mal. Ein bisschen bessere Soldaten. Das gefällt, das gefällt. Und ich muss hier unten natürlich schauen. Wir könnten Geld ausgeben, gerade in gar nichts. Außer natürlich in Schiffe. Wobei, macht das jetzt Sinn? Also da macht es keinen Sinn, weil da kriegen wir neue dazu. Allerdings Fregatten könnten wir jetzt bauen, wie blöd, ne? Weil da haben wir schon die maximale Stufe. Was seid ihr für welche? Ihr seid Galeassen, also ihr dürft gehen. Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Ja, 42 Stück. Na, das wird noch eine lustige Angelegenheit. Klicken wir uns einfach mal durch, dass wir hier überall zwei haben. Ich will hier unten ja weiterhin den Hauptkriegspunkt haben. Das dort oben ist ja wirklich dann nur, um Frankreich mal zu ärgern. Macht so dann am meisten Sinn. So. Okay, gut. Das ging super auf. 42 Schiffe. Damit haben wir dann auch später eine schöne kleine Flotte. Mal gucken, ob wir damit jemanden ärgern können dann. Ah. Okay, das da unten, ich glaube, das ist dann irgendwo so eine verlorene Angelegenheit. Wir können Kardinal investieren. Also der da unten würde mir ja schon irgendwie irgendwo warm reinlaufen. Ne? Vatikan mal daran hindern, dass er da einen reingriechen. Wäre nicht schlecht. Wir machen das einfach. Bleibt uns eh nichts anderes über. So. Das kriegen die alleine hin. Mailand wird da doch nicht ganz so auf den Deckel kriegen wie erwartet. Na, bis wir dort sind, ist die Schlacht auch vorbei. Also das kriegt Spanien aber grad und grad so, ne? Wo hauen die ab? Wir bekommen für 20 Jahren 10% weniger Steuern. Ich glaube, das ist egal. Nein, das sind... Ach, die sind aufs... Keine Ahnung. Wo die hin sind. Sind die aufs Schiff? Wir könnten mal ein paar Soldaten, glaube ich, in Madrid stehen lassen. Ne? Das wäre ja jetzt nicht so das Schlimmste. I think so.
Wir können wieder mal ein paar Sachen nicht machen. Wir haben keinen... Ja, das ist auch nicht so schlecht. Und wir haben weitere Heretiker bekehren können. So sendet. Wir können die Überdehnung weiter angehen. Dann haben wir die bald weg. Gott sei Dank. Und... Warum habe ich denn das schon wieder überlesen? Ach, weil sie auf der algerischen Seite sind. Okay, dann war es das für diesen Part mal wieder. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.